Also mein Name ist Jan Fass, ich bin hier stellvertretender Solo-Cellist seit 1988 und ich freue mich, dieses Stück von Helmut Lachenmann spielen zu können. Ja, Lachenmann war früher mein Nachbar, ganz zufällig. In Höfingen habe ich gewohnt, bei Leonberg, und da hat er eine Straße weiter gewohnt und mir hat immer neue Musik ein bisschen interessiert. Das ist am Anfang sehr schwierig, weil eine Notation ist ganz anders und es hat eigentlich mit Cello-Spielen wenig zu tun. Ich habe es jetzt einige Male gespielt und ich finde, das Stück wird immer interessanter, weil man immer auf ein anderes Niveau kommt. Warum eigentlich Perspektiven? Natürlich, wir wollen ganz viele Facetten des Lachenmannschen Oeuvres Ihnen vorstellen, aber Perspektiven meint auch ganz speziell ein genaues Beobachten der Klänge und der Geräusche, der Aktionen, die in Lachenmanns Musik vonstatten gehen. Das ist für mich eine der ganz großen Faszinationen von Lachenmanns Musik. Und Sie können diese Faszinationen erleben schon am 7. November beim großen Eröffnungskonzert der Lachenmann-Perspektiven gemeinsam mit dem Staatsorchester und dem Radiosinfonieorchester Stuttgart. Zum ersten Mal werden diese beiden großen Stuttgarter Klangkörper zusammen auftreten und eins der ganz großen, wichtigen Werke des 20. Jahrhunderts, nämlich die Gruppen für drei Orchester von Karlheinz Stockhausen, zur Aufführung bringen. Ein Werk, das Lachenmann schon in jungen Jahren fasziniert hat, das er auch immer wieder zitiert hat und als Musterbeispiel erwähnt hat für neue Klänge. Es wird dann am 7. Dezember und auch schon am 6. Dezember das Abschlusskonzert der Lachenmann-Perspektiven geben, wo das Staatsorchester Stuttgart zwei Klassiker präsentieren wird. Helmut Lachenmann wird auf Ludwig van Beethoven treffen, auf die dritte Sinfonie, die Eroica. Eine ganz spannende Konstellation, die es sich unbedingt zu hören lohnt. In der Mitte gibt es zwei kleinere Veranstaltungen. Es wird am 16. November ein Lachenmann-Labor geben. Ich werde dort gemeinsam mit Überraschungsgästen ganz nah ranrücken an Lachenmanns Klänge. Und es wird am 7. Dezember vor dem Sinfoniekonzert eine Präsentation von Schülern geben, die die letzten Wochen über komponiert haben. Helmut Lachenmann hat sie dabei begleitet und unterstützt. Und Musiker des Staatsorchesters werden diese Kompositionen am 7. Dezember um 17.30 Uhr in der Reihe Konzert Plus uraufführen. Also bei diesem Stück von Helmut Lachenmann, in 1969 hat er es komponiert, gibt es ziemlich viele neue Spieltechniken. Sehr häufig ist der Bogen unter den Saiten und ich spiele dann Legno. Eine andere Aktion, da wird der Bogen einfach mit zwei Händen auf der Saite gedrückt, gepresst. Mit meinem Kinn drücke ich die Saiten ab. Eine andere Technik ist, ich spiele auf den Saiten unterhalb vom Steg. Ja, und er weiß genau, was er schreibt. Ich habe es ihm auch vorgespielt und er kann es auch vorspielen. Er weiß es sehr genau, dass jede Kleinigkeit, jede verpasst, was da nicht kommt, würde ich sagen. Seien Sie herzlich eingeladen, mit neuen Ohren zu hören, seien Sie eingeladen zu den Lachenmann-Perspektiven.